Was macht man, wenn man unbedingt ein Sportcoupé bauen will, aber keiner kauft Sportcoupés? Man braucht 4 Sitze. Aber man will doch diese schönen Formen nicht ruinieren. Ah ja? Dann gibt es eine Lösung dafür. Und alle i3-Fahrer aufgepasst. Hierher kommt das Ganze nämlich. Man schafft es, 4 vollwertige Sitzplätze, 2 vollwertige Türen und trotzdem ein schönes Auto zu haben. Im Gegensatz zum i3.